Preiswerte FIFA 14, Ultimate Team Coins, Game Keys und Game Cards findest du bei meinem Sponsor MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der vierten Folge von Wir für Vier und ihr seht schon oben im Titel, heute also mit dem Achtelfinale, mit dem ersten K.O.-Spiel mit unserer deutschen Nationalmannschaft und ihr seht im Hintergrund, wir müssen vielleicht hier und da nochmal ein bisschen was ändern. Das war ja mehr oder weniger ein Test mit Schürrle auf links, mit Müller auf rechts, mit Klose vorne drin, Götze, der unter anderem mit auf die Bank musste, genauso ein Mesut Özil und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat's ganz gut getaugt, aber eine Änderung würde ich ganz gerne dann doch vornehmen. Und zwar Schürrle war richtig stark. Der bleibt drin. Den können wir übrigens mal noch schnell ein Verbrauchsobjekt mitgeben. Dann geht die Chemie auch nochmal so ein Stückchen mehr nach oben. LM zu LF. Da haben wir es. Da haben wir doch genügend Karten. Dann sollten wir die doch auch wirklich nutzen. Das zum einen kommen wir schon auf eine 95er Chemie. Aber ich möchte Müller wieder vorne reinstellen. Klose hat mir jetzt nicht ganz so wirklich prickelnd gefallen. Oh, jetzt habe ich ihn komplett aus der Mannschaft entfernt. Freunde der Nacht. Hört mir auf. Das dürfen wir doch nie und immer tun. Stürmer. So, wo ist Klose? Da ist Klose. Um Gottes Willen, Klose komplett raus. Das geht nicht. Und dann würde ich vielleicht sogar auf Özil verzichten und einen Götze auf die Position stellen. Also das war so das nächste Gruppenspiel angehen. Hinten bleibt alles gleich. Ich glaube, Fitness müsste auch passen. Jawohl, habe ich wieder drauf gekloppt. Also das ist so die Aufstellung mit Müller mal wieder vorne im Sturm mit Götze und Schürrle auf den Außenbahnen. Schürrle also die einzige Änderung, der auf links ran darf. Götze vorher auf links, muss auf rechts rüber, aber ich denke, das kann er auch ganz gut spielen. Von dem her gehen wir es an. Achtelfinale steht an. Ich bin riesig gespannt. Ich habe riesig Bock, Freunde. Hier haben wir nochmal die Gruppenphase. 9 Punkte haben wir geholt aus 3 Spielen. 7 zu 2 Toren. Also dort, ja, nichtsdestotrotz. 2 Gegentore sind vielleicht jetzt, das heißt zu viel sind sie nicht, aber hätte nicht unbedingt sein müssen. Vor allem das eine im ersten Spiel, da haben wir gleich nach 2 Minuten mit 1-0 hinten gelegen. Aber gut, 7 Tore geschossen, heißt in jedem Spiel mindestens 2. Wenn wir das heute wieder schaffen, dann sieht's gut aus mit dem Einzug ins Viertelfinale. Freunde, 4 Parts möchte ich euch noch bieten. Heißt, ich will unbedingt ins Finale und dieses dann natürlich auch gewinnen. Aber jetzt steht erstmal das hier an und ich bin gespannt. Auf wen wir treffen, es ist Belgien, DKS Mülleis. Was hat der für ein Team? 84er Gesamtbewertung, Hitzfeld auf der Bank, 92er. Chemie, das hört sich schon mal ganz gut an. Schauen wir mal rein, wen er so alles auf der Bank, beziehungsweise nicht auf der Bank, sondern in der Startaufstellung hat. Ich glaube, Remy konnte ich da noch erkennen. Wir schauen jetzt mal rein. Da haben wir Sirigu, Fanny, Kompany, Hummels, Thiago Silva, Müller, Ciao Moutinho. Und dann war da noch unter anderem Paulinho, Rodriguez, Higuain und wie gesagt, Luik, Remy vorne drin. Gehen wir es an, Achtelfinale, um Gottes Willen. Achtelfinale hier mit der deutschen Nationalmannschaft bei Wir für Vier. Freunde, auf geht's. Wie gesagt, wir haben eine einzige Möglichkeit, dieses Turnier zu gewinnen. Und das ist diese hier. Da sind wir gerade mittendrin. Groß, gut rübergelegt. Wieder Mario Götze. Götze mit ganz viel Platz. Mario Götze in der Mitte. Müller unter anderem. Oder Schürrle, der kommt nicht ran. Schade, schade. Schweinsteiger. Schweinsteiger aus dem Stand. Im letzten Part ja 2-mal aktiv gewesen. Zudem noch Müller mit den Toren. Klose, der mir, wie gesagt, nicht ganz so toll gefallen hat da vorne drin. Hatte seine Möglichkeiten. Aber am Ende war das dann doch nicht so wirklich perfekt. Da gefällt mir Müller ein bisschen besser. Der Ball war schlecht. Der Ball war richtig schlecht. Kompany macht da fast den Fehler. Wir sind relativ offensiv da aufgestellt. Klar mit dem 4-3-3. Das ist immer eine etwas offensivere Variante. Gut von Boateng. Gibt jetzt die erste Ecke. Und der Gegner, mal gucken, was er kann. Ecken, die ja eh overpowered sind. Ich bin gespannt. Bitte lasst jetzt nicht hier das 0-1 fallen. Mertesacker überragend, wie er sich durchsetzt. Und da müssen wir drauf. Müller. Müller 1-0. Der falsche Müller, 8. Minute. Wir liegen mit 1-0 hinten. Überragender Schuss von Thomas Müller. Und das sieht nicht gut aus, Freunde. Und das sieht alles andere als gut aus jetzt. Mann, 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 Mann. Ganz, ganz guter Start, den unser Gegner da erwischt. Und jetzt sind wir an der Reihe. Da wird es ein bisschen ruhiger hier. Also 0-1 hinten. Wie gesagt, heute verlieren und wir sind weg. Die Serie ist damit dann zu Ende. Schweinsteiger. Runtergelegt, Höwedes. Sieht Schürrle laufen. Schürrle zieht in die Mitte. Schürrle versucht es mit dem Doppelpass, der nicht so wirklich perfekt kommt. Aber der Gegner, er macht's eng und Müller macht den rein. Ja, gibt's denn das? 11. Minute, so ein halber Seitfalls hier. Ein typisches Müller-Tor zum 1-1 Ausgleich. Gucken wir uns ganz, ganz gerne nochmal an. Da kriegt er die Kulle nicht weg. Und dann ist es Groß, der den Ball an den Kopf geschossen bekommt. Und Müller, der Müller den rein. Der Müller den da irgendwie rein. Es ist unfassbar. Thomas Müller, der Anti-Fußballer. Der Mann mit den komischen Bewegungen. Laut Scholl, ja, die wilde 13. Er macht die Bude. Sehr schön, 11 Minuten gespielt. Also dieses frühe 0-1 haben wir gut verarbeitet. Sind ja gleich wieder absolut drin in dieser Partie. Alles
beginnt von vorne. So, und vielleicht gibt's ja jetzt sogar Möglichkeiten, hier gleich das zweite zu machen. Götze sieht unten Schürrle laufen. Schürrle kommt nicht ran, macht das wieder spannend. Diesmal nicht so wirklich. Thiago Silva mit dem Fehler, mit dem Riesenbock. So, Götze. Oh, da kommen wir nicht ran, sonst hätten wir den so schön schicken können. Hätten wir mit Silva einen der besten Innenverteidiger schon mal ausgespielt. So kommt jetzt Higuain gegen Mertesacker, die alte Pace-Suche. Der kommt da nicht hinterher. Higuain, Neuer ist da. Neuer macht das wunderbar. So, schneller Auswurf. Groß. Auf Müller. Nochmal nach oben gelegt auf Mario. Götze. Oh, das war zu schnell. Das war zu schnell und zu schlecht. Aber wir kommen fast dazwischen. Ey, der macht spannend. Da müssen wir auf solche Fehler achten. Der haut da ab und zu mal so einen richtigen Bock raus. Und dann macht er aber auch wieder sowas. Remi! Und er ist drin. Higuain, 20. Minute. Gibt's denn das? 2 zu 1. Was ein Start. 20 Minuten gespielt. 3 Tore hier im Achtelfinale dieser WM. Das gibt's doch nicht, Freunde. Das gibt's doch nicht. Wieso kriegen wir den nicht gut rübergespielt? Beziehungsweise, wieso kriegen wir den nicht abgewehrt? So rum. Und er ihn so gut rübergespielt? Ich weiß es nicht. Schade, schade. Aber vielleicht haben wir gleich wieder eine Antwort parat. Boateng, schlechter Ball. James Rodriguez. Zurückgelegt. Da ist Thiago Silva. Da kommt Lahm gut entgegen. Kriegt den Ball trotzdem nicht. James Rodriguez. Ciao, Moutinho. Ja, komm, Randa. Randa, gut gemacht von Thomas Müller. Sehr schön. Schürrle, gut gespielt. Überragend gespielt. Schweinsteiger, Schweinsteiger. Mach ihn doch rein, Freund. Schweinsteiger nochmal da. Schweinsteiger macht das gut zumindest. Holt er sich den Einwurf in Anführungszeichen raus. Mann, ich will jetzt hier rankommen. Ich will nicht, dass das heute die letzte Folge ist, Freunde. Das wäre so krass bitter. Schweinsteiger. Müller. Schweinsteiger. Gut. Das ist super gespielt, aber Groß kriegt da keinen richtigen Druck hinter diesen Ball. Und da oben scheint sich Götze so ein bisschen verletzt zu haben. Müssen wir gleich mal reinschauen, wenn wir den Ball haben. Der stand da vorne am 16er, die Hände auf die Knie gestützt. Hoffen wir mal, dass das nichts Schlimmeres ist. So, jetzt erstmal die Konterchance nochmal, die Kontermöglichkeit. Schürrle, Götze läuft wieder. Götze, Götze, Mario, Götze! Kriegt er nicht unter ihn? Ist nochmal die Chance für Schürrle, um Gottes Willen. Die Riesenmöglichkeit, in der 28. Minute hier zum Ausgleich zu kommen. Leider nicht genutzt. Lahm verliert da das Kopfballduell. Klar, ist er nicht der absolut Größte. Dafür macht er das fast gut. Und jetzt verlieren wir ihn. Jetzt geht's schnell. Paulinho. Gut geklärt von Hummels. Groß. Guter Ball auf Lahm. So, jetzt können wir da mal beschleunigen. Jetzt läuft da nämlich Götze. Mario Götze. Schön nach unten gelegt. Auf Schürrle. Schürrle. Auf Lahm. Lahm. In die Mitte und dann war es, glaube ich, abseits schon von Lahm. Einen Ticken zu spät gespielt. In der 32. Minute. Freunde, Freunde, Freunde. Wir haben noch ganz viel Zeit. Das ist das Gute, aber wir müssten trotzdem schon mal so langsam was tun hier. Um das abzuwenden, was eventuell gleich noch schlimmer wird. Oh, Neuer hat ihn. Macht's wieder schnell. Gut, Müller. Müller, jawohl, Lahm. Lahm, der Ball war nie schlecht gedacht, aber nicht wirklich gut gespielt. James Rodriguez, Paulinho. Gute Grätsche von Lahm. So, Müller. Oh, wo chippt der den denn hin? Nach ganz oben wollte ich den. Habt ihr das gesehen? Der ist so schön gelaufen. Und dann kommt sowas bei rum. Den haben wir. Gut gemacht. Von Hummels. Da ist aber keiner, der nachruckt. Mertesacker, super. So, Müller. Jetzt vielleicht. Schöner Ball. Auf Mario Götze. Mertesacker will wieder auf Götze spielen. Ganz oben mal wieder. Und der Fehler und das Tor. Groß macht den rein. Ja, gibt's denn das? Ich konnte es fast nicht fassen. 40. Minute. Was macht er denn da mit seinem Keeper? Und Toni Kroos, der Mann, der nicht aufgibt. Der Mann, der nachsetzt. Und dann letztendlich wundervoll vollendet. Sehr schön. 2 zu 2. 40. Minute. 5 Minuten vorm Ende der ersten Halbzeit. Wir sind wieder drin, Freunde. Ist das nicht schön? Wir sind wieder drin. Und jetzt geht hier vielleicht sogar noch mehr. Jetzt geht hier vielleicht sogar noch mehr. Oder auch aus Sicht des Gegners mehr. Ich bin gespannt. Langer Ball. Höwedes kommt nicht hin gegen Thomas Müller. 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 Nein. Mertesacker geklärt. Und Neuer ist nicht da. Was ist denn hier los? Der Ball war noch leicht abgefälscht. Neuer kriegt den deswegen nicht. Um Gottes Willen. Durchatmen. Thiago Silva kommt nicht ran. Rodriguez. James Rodriguez. Seitenwechsel nach unten. Da ist wieder Thomas Müller. Allerdings der falsche. Nämlich der vom Gegner. Funny. Funny. Das ist nicht so funny, was der da macht. Gott sei Dank ist der Ball weg. Lahm. Schön. Auf Thomas Müller. Thomas Müller.
Thomas Müller auf Toni Kroos. Dem fehlt's einfach so ein Ticken an Geschwindigkeit. Müller ist wieder da. Guter Ball. Oh, zurückgeköpft vom Keeper. Eine Minute gibt's oben drauf, Freunde. Im Achtelfinale packen der Partie hier. Und jetzt ist erstmal Feierabend. 2:2 nach 45 Minuten. 4 Tore in einem Durchgang. Zweimal waren wir hinten gelegen. Zweimal sind wir zurückgekommen. Jetzt wird's mal Zeit für eine Führung. Ihr seht, einen Schuss hat aufs Tor und 2 Buden gemacht. Da waren wir schon die bessere Mannschaft von den Chancen her. Aber man muss die Dinge auch nutzen. Darum geht's im Fußball. Das haben wir nicht getan, von dem her 2:2 am Ende der Spielstand. Ciao, Moutinho. Legt rüber auf Fanny. Und dann greifen wir mal so ein bisschen von hinten an. Und Müller spielt auf Remy. Der macht den Fehler. Lahm. Kein Abseits, Thomas Müller. Müller, mach ihn jetzt. Es müllert wieder, Freunde. Es müllert wieder. Es müllert nicht wieder, weil Sirigu unten ist. Die Kohle hat schnell umgeschalten von Philipp Lahm und Müller. Den beiden Teamkollegen vom FC Bayern München. Aber dann will die Kohle nicht rein. Ecke Toni Kroos auch vom FCB. Müller, das gibt's doch nicht. Es war Müller. Und es war Sirigu, der hier zur nächsten Ecke klärt. Unfassbar. Setzt sich wunderbar durch. Thomas Müller, nächste Ecke, Toni Kroos, wieder gut, merkt es, Acker, das gibt's doch gar nicht. Und jetzt die Chance. Und wir kriegen sie nicht richtig gebacken. Mann, Higuain, den haben wir. Gut geklärt. Oh, da ist aber niemand. Da ist fast niemand, Müller, der wieder gut antizipiert, so sagt man schön. Und kriegt aber dann den Ball nicht. Abseitsposition da vorne von James Rodriguez. Den Mann aus Kolumbien gibt den Freistoß für uns. Wir müssen jetzt ein bisschen mehr tun. Oh, der war schlecht, der war gefährlich. Higuain. Oh, Gott sei Dank haben wir den. Freunde der Nacht, Mertesacker. Hummels. Gleich auf Höwedes. Höwedes. Oh, bitterer Ballverlust wieder in der Situation. Und er schaltet schnell um mit Gonzalo. Nein, das gibt's doch gar nicht. Ey, der nutzt die Chancen eiskalt im Gegensatz zu uns. Remy, 54. Minute. 3:2 für Portugal oder Belgien, was auch immer. Unfassbar, ja. Mann. Komm schon, Jungs. Nicht jetzt hier ausscheiden. Götze. Lahm. Ja, Groß. Müller. Wieder Groß. Oh, will ihn durchstecken nochmal. Das war zu viel klein, glaube ich. Jetzt macht er hier vielleicht wieder den Fehler. Gucken wir mal. Nein, er will wechseln. Wir werden auch, glaube ich, wechseln. Und zwar nehme ich mal einen, wo ist er? Hier, Podolski rein für Götze. Klose wäre auch noch mal eine Option. Ich glaube, ich mache es auch so, Freunde. Schürrle noch raus, Klose rein. Und Özil kommt dann so ein bisschen auf die Position von Toni Kroos. Also, Dreifachwechsel, pure Offensive jetzt so ungefähr. Eine knappe halbe Stunde noch zugehen. Wir dürfen jetzt hier allerdings nicht das nächste kassieren, sonst wäre es richtig bitter. Mertesacker, den sollten wir kriegen. Und den sollte neu wegkloppen, wunderbar geklärt. Allerdings steht da vorne keiner. Ich gehe auch auf die etwas offensivere Taktik jetzt. Sprich, ich will da wirklich jetzt pressen. Fanny zurückgelegt. Götze. Geklärt. Der Ball ist allerdings weg. Er ist unsicher jetzt. Er ist unsicher. Wenn wir da vorne drauf gehen. Und jetzt also der dreifache Wechsel. Mal gucken. Er nimmt auch Ciao Moutinho raus. Bringt da einen Semi Khedira. Und Martinez. Jackson Martinez, also das nächste Biest da vorne drin. Nach Loic. Remy. Müller. Oh, das ist gut gespielt. Özil, das ist super gemacht. Özil macht den rein. 61. Minute, was ein Wechsel. Wir haben gerade mal 2 Minütchen gespielt nach der Einwechslung von ihm. Und dann zeigt das der ganzen Welt. Mesut Özil tankt sich durch, macht das 3:3. 6 Tore im Achtelfinale dieser FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Ich werde bekloppt, Freunde. Es ist unfassbar. Mann. Und die Tür damit fürs Viertelfinale wieder ein Stückchen weiter offen. Er wechselt Pirlo in der Partie für Paulinho. Ist wiederum eine etwas leicht offensivere Variante. Na, ich bin mal gespannt. Müller fightet, kämpft und beißt. Der Typ ist überragend. Pirlo ist eigentlich auch gut, aber heute bitte nicht. Müller. Höwedes. Gut aufgepasst. Und dann geht er wieder. Der gute Klose. Auch eingewechselt worden. Miro Klose. Klose. Gut durchgechippt. Klose kriegt den fast wieder umgerempelt im 16er und es gibt den Elfmeter, Freunde. Es gibt den Elfmeter für Deutschland. Hummels, der Mann von ihm mit dem Foul. Und jetzt ist die Chance da. Thomas Müller. Oh, Gottes Willen. Thomas Müller. Müller, der ist drin. Mit ganz viel Glück geht er letztendlich rein und Müller mal wieder mit dem Tor. Es müllert wieder, Freunde. Gott sei Dank 4:3 innerhalb von 3 Minuten. Das Spiel gedreht zu unseren Gunsten. Meine Güte, ist das schön, Freunde. Schland, oh Schland. Es nimmt Konturen an.
wir stehen mit einem Fuß im Viertelfinale. Pirlo. Wieder der Fehler. Oh, die kriegen den gerade noch so. Wieder Andrea Pirlo. Das Genie und der Motor der Italiener. Fanny. Gut gemacht von Lahm. Hält ihn sogar noch im Spiel. Dann allerdings kommen wir nicht wirklich schnell hin. Pirlo. Pirlo gut von Höwedes. Und dann macht er das sogar noch richtig überragend. Setzt sich da gut durch. Khedira. So, ich gehe ein bisschen wieder auf. Nicht defensiv, aber auf ausgeglichen. Und da ist Thomas Müller. Neuer hat den. Gott sei Dank lässt er den nicht abprallen. Sonst hätte es gefährlich werden können. Özil. Schauen wir ganz um, Podolski. Der Ball war zu schwach gespielt. Aber Lahm ist da. Lahm macht das super. Özil. Jawohl. Und jetzt muss er gehen. Und jetzt geht er auch. Müller, kein Abseits. Von Thomas Müller. Thomas Müller. Thomas Müller, das ist super. Und der geht nicht rein. Und dann gibt es sogar nur den Abstoß. Ganz, ganz starkes Dribbling von Thomas Müller. Super sich durchgetankt. Dann der Schuss und Abseitsposition. Was noch dazu? Heider Zacken. Ich werde bekloppt hier. 71. Minute, 20 Minütchen noch zu gehen, eventuell bis zum Viertelfinale dieser FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Ich habe das Turnier bisher noch nicht gewonnen. Mertesacker. Jetzt was abseits, oder? Von Özil. Nein, 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 nein. Ich wollte ihn auch gleich nach ganz unten legen. Hat nicht funktioniert. So, nächster Freistoß da. Nee, ich habe das Turnier bisher noch nicht gewonnen, weil ich wirklich alles, was ich spiele, nehme ich auf momentan. Das heißt, privat kaum FIFA gezockt. Heißt natürlich damit auch kein Titel, aber den wollen wir jetzt holen. Aber das sieht wieder bitter aus. 75. Minute, da kommt er einmal wieder vor Store und macht den wieder rein. Ey, der ist effizient hoch 10, der Typ. Das ist unfassbar. Jackson Martinez, 4-4. Beide haben schon dreimal gewechselt. Das heißt, ja, wenn es in die Verlängerung geht, dann müssen die Jungs hier alle kräftig durchhalten. Höwedes macht es relativ riskant, aber auch trotzdem gut. Schafft Plätze. Klose, gut. Lahm, Klose. Klose, mit abgefälscht, mit Glück, wollte ich sagen, abgefälschtes Ding. Geht nicht rein, nächste Ecke, Özil, vielleicht jetzt die Entscheidung und es wieder nicht drin, Hummels mit der nächsten guten Möglichkeit. Also wir haben hier Chancen, Omas, die Chancen, Omas, sie sind wieder und wieder da, aber es bringt einem nichts, wenn die Dinger nicht reingehen. Und der hat da vorne Jackson Martinez, der mit dem Kopf eigentlich alles kann, aber sowas von alles. Und jetzt könnte es bitter werden, gut gemacht von Mertesacker, auch und dann pfeift er da. Den Freistoß und er war schlecht ausgeführt. Und jetzt gibt's hier vielleicht die Kontermöglichkeit und was für eine. Und das nach dem Freistoß für ihn. Thomas Müller. Schürrle. Abgefälscht. Podolski war es natürlich. Und es gibt den Einwurf für ihn. Riesenmöglichkeit. Riesending für Deutschland. Kompany auf die Seite rübergelegt. 82. Ich bin jetzt mal auf ausgeglichen. Stimmt, da wollte ich vorhin schon raufgehen. Hat anscheinend nicht funktioniert. Gonzalo Higuain in die Mitte gespielt. Gut von Philipp Lahm. Der Ball ist super. Der Ball ist gut, aber Müller ist ein Ticken zu langsam. Zurückgelegt zum Keeper. 5 Minuten noch, Freunde. 5 Minuten noch in dieser packenden Partie. Thomas Müller. In die Mitte, da ist Sammy Khedira. Nach oben gespielt. Wieder Müller. Nein. Nein. Khedira. Gut gemacht von Mertesacker. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. So, Klose. Gut rübergelegt. Klose geht wieder, Klose geht wieder, Klose mit der Chance. Miroslav Klose wird abgedrängt da noch gerade so von Vincent Kompany. Khedira, jetzt müssen alle mittun. Oh, 88. Ich halte es nicht mehr aus. Ich zitter mit, als würde hier Deutschland gerade in echt spielen. Unfassbar, Khedira nach vorne gelegt. Mertesacker gegen Pirlo. Pirlo kommt nicht ran. Müller, gut gemacht. Höwedes, jetzt muss er schnell gehen. Jetzt kommt unser Thomas. Müller, der sich da gegen Kompany leider nicht durchsetzen kann. Nochmal die Möglichkeit. Wieder schlecht gespielt. Gritsche geht ins Leere. Er kriegt die Chance. James Rodriguez. Gut von Boateng. Aber es gibt nochmal die Ecke. Und er hat da vorne Viecher drin. Das ist unfassbar. Passt mir jetzt bitte auf. 90. Das wäre der Lucky Punch für ihn. Das wäre die Entscheidung. Weg damit. Alter Schwede. Gibt's nochmal die Konterchance. Podolski. Gut gemacht. Lukas Podolski, na das Wending. Lukas Podolski macht den nicht rein. Außenposten, ich werd bekloppt. Die letzte Chance in den 90 Minuten hier. Podolski kriegt den nicht gebacken. Es geht hier in die Verlängerung, meine Lieben. Ja, da wird ja alles verrückt. Nicht nur der Hund in der Pfanne. Unfassbar. Lahm, kommt schon. Zeigt jetzt nochmal, was ihr drauf habt, Freunde. Özil. Oh, das haben wir nicht drauf. Da haben wir mehr drauf. Gut gechippt auf Schweinsteiger.
Bastian, Schweinsteiger wieder abgefälscht. Kompanie ist da, es gibt die Ecke. Er hatte die große Möglichkeit. Lukas, Podolski, Özil, Mertesacker. Mertesacker! Mertesacker? Mertesacker, komm nicht ran. Und dann gibt's den Freistoß für ihn. Meine Güte, meine Güte. Sirigu. In die Mitte gelegt, aufgepasst, Hummels. Das ist ein Spiel, ja, um Leben und Tod heute, Freunde. Schweinsteiger. Schöner Pass. Auf, Thomas. Müller nimmt den schlecht mit. Müller, der geht rein. Der geht rein. 96. Minute. Und wieder ist es Thomas Müller mit dem 5:4 für Deutschland. Was ist denn hier los? 9 Tore in 96 Minuten. Es sieht so gut aus jetzt. Es sieht mal wieder so gut aus. So, wir gehen gleich auf Defensiv. Wir wollen jetzt hier versuchen, nichts mehr zu riskieren. Er kommt mit dem Langen, dem Ball. Oh, wir sind dazwischen. Hummels braucht zu lange. Higuain, nein. Hummels macht seinen Fehler zunächst mal gut. Hummels macht den nochmal gut. So, und jetzt weg damit. Und jetzt heißt zittern, bibbern, Daumen drücken und so weiter und so fort. Die erste Halbzeit gleich rum. 5 Minuten knapp noch zu gehen. Müller. Jawohl, gut nach vorne gelegt. Da ist Klose. Klose. Schön auf Müller. Müller kriegt den durchgechippt. Der Ball bei Podolski. Rüber auf Miroslav. Klose mit dem Lob war zu lang. Der Keeper, der kam erst raus. Dann ist er doch wieder im Kasten. Sirigu. Langer Ball. 100. Minute. Im Maracana. Im Achtelfinale. Klose. Klose. Oh, das dauert zu lang. Da braucht er zu lang. Und jetzt gibt's die Riesenmöglichkeit. Jackson Martinez. Higuain. Das gibt's doch nicht. Das ist doch unfassbar, dass der den jetzt wieder macht. 103. Minute. Jetzt schauen wir gleich auf die Statistik. Ich werde hier noch bekloppt. Der macht einen jeden Ball rein. Und wir haben vorne 15 Chancen aufs Tor so ungefähr. Und keiner geht rein. Schaut euch das an. 19 Schüsse, 14 aufs Tor. Und er hat 7. Er hat die Hälfte. Und es steht 5:5. Ey, der ist effektiv pur. Das ist krank. Das ist richtig krank. Mann, Mann, Mann. Jetzt müssen wir wieder. Boateng. Riskantes Ding. Oh. Mann. Ja, Özil. Ich glaube, kein Abseits da oben von Podolski. Lukas. Podolski. Und wieder ist er drin. Das geht's doch gar nicht. Özil, 105. Minute. 6:5. Das ist ja nicht mehr auszuhalten. 11 Tore fallen hier und heute in diesem Achtelfinale. Ich werde bekloppt, Freunde. Aber es ist verdient. Es ist verdient. Da brauchen wir nicht drüber reden. So, und jetzt müssen wir uns mal völlig auf die Defensive konzentrieren. Nicht, dass das hier noch bitterer ausgeht. Das ist unfassbar. Weg das Ding. Mann, 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 Mann. Und jetzt ist Halbzeit. 105 Minuten rum. Freunde der Nacht. 21 Schüsse, 16 aufs Tor. Und wir haben 6 Tore. Also knapp jeder Dritte, der reingeht. So, ich gehe auf Konter. Jetzt passt mir mal bitte da auf, dass der nicht wieder so durchkommt. Gute Grätsche. Wichtiges Ding. Ja. Ja, Klose kommt dann aber leider da nicht mehr so ganz vorbei. Da fehlt ihm an Spritzigkeit. Pirlo. Im Doppelpass, gut gemacht von Lahm, drängt ihn da so ein bisschen ab. Die Grätsche war super. So, und jetzt hat... Oh, was machen wir da? Was machen wir da? Ich weiß es selbst nicht. Müller. Lahm. Kommt schon ran da. Pirlo. Martinez. Durchgechippt. Neuer, Neuer. Oh, Neuer nochmal. Oder auch nicht. Mann! Große Möglichkeit für ihn. Boateng. Podolski. Was macht er da? Legt sich den Ball zu weit nach vorne. Spielen jetzt die Nerven hier mit, oder was? Ich weiß es nicht. Schön gespielt. Ja, super. Und jetzt komm, 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 komm. Oh, komm mal nicht ran. Geklärter Ball ist im Aus. 112 Minuten gespielt im Achtelfinale dieser WM. Und es steht 6:5. Unfassbar. Höwedes. Gutes Ding. Lahm. 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 Abgefälscht, glaube ich. Gibt normalerweise den Eckball. Ich hoffe es zumindest. Nein, um Gottes Willen. Das war das für ein Schuss von Lahm dann. Nicht wirklich gut. Da ist er wieder. Philipp Lahm. Sehr schön. Komm, 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 keiner ran. Aufpassen hinten. Pirlo, 115. Andrea Pirlo. So, komm, zurücklegen. Mertesacker, es war ein Foul, es gibt den Freistoß. Ganz, ganz ruhig bleiben, Freunde. 4 Minuten noch in dieser Partie. Khedira. Langer Ball, nein. Ja, Hummels. Und weg damit. Erstmal klären, gut geklärt. Podolski, jawohl. 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 Jawohl, das ist super gespielt. Klose.
Klose, durchgesteckt. Müller. Müller. Oh, tankt sich fast nochmal durch. Fanny. Kitira. Eine Minute gibt's. Eine Minute obendrauf, Freunde. Die letzte Aktion vielleicht in dieser Partie. Mertesacker, super, nein. Mertesacker nochmal gut. Und jetzt sollte es das normalerweise hier gewesen sein. Pfeif ab, Schiri. James Rodriguez. James Rodriguez. Mertes, nein. 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 Das gibt's nicht. Das ist unfassbar unfair, Mann. 120. 6:6. Es geht hier ins Elfmeterschießen. Ich werd verrückt, Freunde. Ey, was ist denn das für ein Spiel? Das kann's doch nicht sein. Das kann es doch nicht sein. Das ist doch unfassbar, Freunde. Und jetzt heißt's Glück haben. Ey, nein, oder? So, Jackson Martinez der Erste gegen Manuel Neuer. Neuer holt den bitte gleich raus. Neuer, nein, drin das Ding. Fuck! Puh, konzentrieren. Özil. Mesut Özil, Özil, Özil macht den auch ein 1:1. An Spannung nicht zu überbieten, diese Partie heute. Hier. Das ist unglaublich. Pirlo. Andrea. Pirlo, Pirlo. Pirlo, Neuer holt ihn raus! Er holt ihn raus! Ist das geil! Wow. Klose. Miroslav. Klose, nein! Und er bleibt auch stehen. Ey, leck mich doch am Zückerli. Ich werde hier noch verrückt. Sammy Khedira. Khedira gegen Neuer. Khedira gegen Neuer. Oh, einwandfrei geschossen. Keine Chance. Wir sind dran. Oh, fuck. Podolski, nein. Gott sei Dank geht er noch rein. Also, 2:2. Nach 3 Elfmetern jeweils. Higuain. Higuain. Neuer. Neuer! Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Er hat ihn. Er packt zu. Beherzt. Thomas Müller. Thomas Müller. Oh, ey, ich kann nicht mehr. Was ist das für ein Spiel? Und jetzt muss er. Wer ist es? Oh, ich stehe. Ich stehe schon halb. Neuer gegen wen? Gegen James Rodriguez. Neuer holt ihn raus und wir stehen im Viertelfinale der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. Neuer ist der Held in einer sowas von krassen Partie. Alter Schwede, 6:6 und dann, ich glaube, 4:2, nee, 3:2 oder so nach Elfmeterschießen. Irgendwie so, ist mir auch am Ende egal. Auf jeden Fall haben wir es gepackt. Ja, leck mich doch fett. Freunde, könnt ihr noch? Könnt ihr noch? Das ist doch unglaublich, das Spiel, oder? Müller wieder der Beste mit einer 9,6. Also der macht seine Sache super und ihr seht, am Ende ist das verdient. 3:2 nach Elfmeterschießen. Ey. Puh. Durchschnaufen, durchatmen. Und dann geht's weiter. Meine Güte. Wir machen noch schnell das Pack auf. Ich werd hier noch verrückt. Pass auf, jetzt haben wir noch Ronaldo drin oder so. Das wäre dann so typisch für diesen Part. Also ich glaube, emotional und rein spielerisch somit einer der geilsten Parts ever, den wir hier heute erlebt haben. Unfassbar. Und es geht ja noch weiter. Wir stehen ja jetzt erstmal im Viertelfinale. Das erste Ziel ist erreicht. Das erste Weiterkommen. Das erste Finale haben wir gewonnen. Borja. Ein Duplikat kenne ich schon. Habe ich schon. Brauche ich nicht. Von dem her würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst gar nichts. Und wir sehen uns dann im nächsten Part mit dem Viertelfinale. Freunde, es wird heiß. In dem Sinn, bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.